Stimmt diese eine Drohung mit dem Feuer hier? Jo, in dem, meinem anderen Haus gab es vor mehr als einem Jahr einen Brandanschlag. Das Treppenhaus wurde verbrannt durch diesen Brandanschlag. Zum Glück hat ein Mieter in dem Haus gemerkt und dann Polizei und Feuerwehr alarmiert. Und dann dieser Brand wurde noch rechtzeitig gelöscht. Und die Leute in den Wohnungen wurden auch beleitet, gerettet worden. Mhm. Bis jetzt ja, hat die Polizei die Ermittlungen gemacht, aber bis jetzt habe ich auch keine Mitteilung von der Polizei, ob irgendwie eine Titel da waren, wer das gemacht hat. Und stimmt das, dass hier gedroht wird, hier auch einen Brandanschlag zu verüben? Telefonisch habe ich schon mehrmal Anrufe erhalten, Bedrohung, mit Brandanschlag und mit auch vor circa 2 Wochen waren gegenüber 2, 3 junge Leute, circa nach 24 Uhr schon, haben große Schreien gemacht, die haben auch mit Bombendrohung gemacht und mit Brandanschlag bedroht. Dann haben die Leute Polizei angerufen, die sind auch gekommen, die haben noch einen festgenommen irgendwie und dann ein anderer oder 2 andere sind geflüchtet. Ich weiß nicht, wie der Stand der Sache im Moment ist. Ich habe gehört, dass hier gedroht wurde, das anzuzünden und zu sagen, dass es die Nazis waren. Stimmt das? Anzuzünden, hat man gesagt. Nein, sie wollen anzünden und dann behaupten, das seien die Nazis gewesen. Mir direkt nicht. Aha. Die haben nur bedroht, das Haus anzuzünden. Ja. Und auch einmal, oder zweimal, hat ein Mann im Telefon mir gesagt, die werden dafür organisieren, dass Leute hier kommen, um das Haus in Brand zu setzen. Aber ob das Rechtsradikale oder wer das sein sollte, ich weiß nicht. Welche Behörde hat gesagt, sie dürfen die Leute nicht wegschicken? Sie müssen das Hotel behalten? Nein, das ist von Polizei. Nicht das Hotel behalten, sondern ich habe bei... Nicht zumachen. Polizei sagt, sie dürfen nicht zumachen. Mit das Hotel. Ich darf die Leute nicht wirklich einfach wegschicken. Ja. Nur mit gerichtlichem Urteil oder sowas. Das sagt die Polizei. Ja. Und man muss immer nur beim Gericht durchsetzen, was man will. Und sonst nicht. Auch bei den Behörden so. Und das, wenn ich die Leute rauskriege, nur über Räumung, Klage und so weiter. Sie wohnen auch hier im Hotel. Ja. Mit Ihrer Familie. Sie haben eine Frau und eine kleine süße Tochter. Fühlen Sie sich denn sicher? Oder haben Sie Angst? Nein. Jetzt schon, bin ich schon ziemlich daran gewöhnt. Vor circa mehr als einem Jahr war es ganz schlimm für mich. Das nervt mich ja, ständig. Ja. Und vor mehr als einem Jahr habe ich auch durch den Stress, durch viel Arbeit und so weiter auch einmal Gehirnblutung gehabt. Aber jetzt schon, bin ich schon ziemlich daran gewöhnt. Aber muss ich jeden Tag da ständig da sein, um etwas in Ordnung zu halten. Wer hat denn die Leute hierher geschickt? Also, zuerst so. Vorher war das Haus so, bewohnt von unter den Landleuten, viele, auch von Deutschen. Und dann von Osteuropäern, Bauarbeiter. Und dann, durch diese Bauarbeiter, dann kommen immer mehr Leute. Und von Anfang an habe ich auch keine Erfahrung, keine Ahnung davon. Ja,
welche Leute man aufnehmen soll und so weiter. Dann kommen immer mehr und man geht raus, man geht rein, man geht raus, man geht rein und so weiter. Dann hat die Leute, die Rumänien oder was da hier im Moment, was die im Moment hier sind, immer mehr, als die hier sind, dann wollen die anderen nicht mehr. Mhm. Ja. Dann kommen immer Lehrräume und dann kommen immer mehr die Leute. Haben die Leute denn deutsche Pässe? Nee, ne? Nee. Die sind jetzt als EU-Bürger, aber die haben noch diese Pässe von Heimatland. Die dürfen jetzt da bleiben, wo die wollen. Ja, die nehmen da den Wohnsitz nehmen, wo sie wohnen. Ja. Wie eine letzte Frage noch. Wie hoch ist Ihr monatlicher Verlust, den Sie so machen, für Reparaturen und so? Das ganz schwer zu sagen. Der Reparatur, Rückstau ist immer da. Immer viel da. Das hängt von Möglichkeiten ab. Wenn wir Geld haben, dann wird sofort eingestellt in den Reparaturen und so weiter. Ja. Und man kann nicht sagen, wie hoch der Monat ist. Das hängt völlig von Geldmenge ab. Ja. Wie zum Beispiel im Moment, was wir gemacht haben, haben wir zwei Verträge mit Banken gemacht und dann für die Arbeit finanziert. Aber nicht alle Gelder, die in Anspruch genommen haben von der Bank, auch für die Arbeit hier gemacht. Wir teilweise davon auch für Rückstand. Da kommt einer und setzt jemanden, geht zur Behörde und sagt, er wohnt bei mir. Ja. Und dann ist er drin und ich darf ihm nicht mehr kündigen. So einfach ist das. Ja, na, ich weiß, ob die wissen, dass jemand bei ihnen ist. Das ist auch noch die Frage, ja. Weil sie erfahren gar nicht davon. Die Behörde haben diese Liste, wer wo wohnt. Die können gar nicht tun. Die haben mir so gesagt. Ja, aber Sie müssen doch gefragt werden vorher. Nee, jetzt nicht mehr. Vorher so. Wenn jemand bei mir anmeldet, muss man entweder einen Vertrag haben, ja, oder eine Zustimmung. Ja. Schreibt diese Zustimmung, dass er bei mir anmelden darf und so weiter, mitwohnen darf. Aber die muss einen Mietvertrag vorziehen. Seit mehr ein Jahr nicht mehr. Braucht man nicht mehr. Das ist komisch. Ganz komisch. Aber in der Tat ist so. Wie geht's Ihnen dabei? Ganz schlecht, nur wegen dieser Frage. Die Behörde wissen das. Ich habe mehrfach darüber beschwert. Wieso die Leute, die gehören nicht zu dem Haus. Aber die haben gesagt, die sind hier gemeldet. Die sind zur Behörde gekommen, die Anmeldung gemacht und so weiter. Obwohl er kein Mietvertrag mit mir gemacht wurde, obwohl keine schriftliche Zustimmung vom vorhandenen sind und weiter können die Leute so machen. Wie lange leben Sie jetzt hier in Deutschland? So knapp 35 Jahre, ja. Haben Sie das früher erlebt? Nee, nur sag ich mal 2000, Moment. Glaube ich, diese gesetzliche Änderung ist seit Ende 2013 oder Anfang 2014. Vorher war nicht. Vorher, wenn jemand anmeldet und sowas, ja, dann muss man einen Vertrag mit mir haben, mindestens eine schriftliche Zustimmung von mir haben, um mich anmelden zu können. Aber seit mehr als einem Jahr braucht man nicht mehr. So, just komisch, ja. Wenn ich jemand, ja, wenn ich verlange, ich habe eine Liste gegeben, hier sind die Miete. Nur die Leute dürfen hier bleiben. Der Rest muss abgemeldet werden. Muss weggeschickt werden von Behörden. Die dürfen nicht. Die haben mir auch nicht gesagt, welche nicht zu meinen Mieten gehören. Obwohl die hier gemeldet haben. Die dürfen mir nicht mal so mitteilen. Ja? Wenn ich jemanden abmelde, dann brauche ich genaue Name, genaue Vorname, genaue Geburtsdatum
genau anschrieb, in welchem Apartment der Mann abgemeldet sein sollte. Aber so was kann ich nie erfahren, wenn nicht von der Behörde. Die Behörde haben mir gesagt, die haben Schweigepflicht oder sowas, Schweige oder Auskunftsverweigerung verlegt oder irgendwas. Die dürfen mir die Informationen nicht geben. Und ohne Information kann ich auch die Leute nicht anmelden. Man kann es aber auch stoppen, indem, wenn die Miete nicht zahlen, dann kann man ja jemanden rausschmeißen. Ja, das ist auch meine Auffassung. Aber vom Gericht hat man nicht diese Auffassung. Ja? Die Leute haben nicht gezahlt, die Leute haben Bedrohungen gemacht, die Leute haben Nötigung gemacht, die Leute haben Schlägereien und so weiter gemacht. Und alle das habe ich Strafanzeige gemacht. Und dann, um die Leute nicht mehr, und auch habe ich ja sogar Hausverbot erteilt, ja, um die Leute rauszuschicken, habe ich Strom abgestellt und auch Wasserversorgung abgestellt, was meine Auffassung auch zu Recht und was nach Auffassung von meinem Anwalt auch zu Recht war. Aber alle das hat Gericht nicht akzeptiert. Und das Gericht hat von mir verlangt, dass ich wieder Strom liefern, dass ich wieder Wasser liefern. Das ist so schlimm. Ja. Obwohl im Vertrag noch so stehen, ja, zum Beispiel, wenn Sie jetzt eine Wohnung haben, ja, Mietwohnung haben oder auch Eigentumswohnung, wenn Sie keine Strom bezahlen, ja, dann wird der Wasserentfall auch Strom wegmachen. Ja. Aber ich darf so warten. Was würde denn passieren, wenn Sie den gesamten Strom abstellen? Für eine Wohnung hat man sofort Polizei angerufen. Polizei hat mit Ausdruck gesagt, ich muss sofort Strom liefern. Für die Wohnung. Ja? Obwohl die haben keine Kosten für Strom bezahlt haben. Obwohl die Leute haben keine Miete bezahlt haben. Die haben sofort Polizei sofort angerufen. Die Polizei sind gekommen, hat mich auch zurückgesagt. Ich muss sofort Strom liefern.